Himmelfahrts morgen kam es zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude, ehemals landwirtschaftlichen Gebäude, das umgebaut worden ist zu einem Wohnhaus. Das Feuer entwickelte sich vermutlich im Erdgeschoss und hat sich dann auf das Dach übertragen. Schwierigkeit ist, dass das Dach mit Reet gedeckt ist und dass sich dort das Feuer großflächig verteilt hat. Das Reetdach muss komplett abgedeckt werden, um den Brand zu bekämpfen. Mehrere Trupps sind vorgegangen zu einer Brandbekämpfung von innen im Gebäude. Diese mussten jedoch nach etwa einer halben Stunde aus dem Gebäude zurückgeholt werden, da die Gefahr einer Durchzündung bestand. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte sind direkt auf die Besitzer des Hauses gestoßen. Dieser hat auch selber die Feuerwehr gerufen und hatte auch bereits Löschversuche unternommen. Es war nicht genau erkenntlich, in welchem Teil des Gebäudes sich das Feuer befand, sodass erst durch Atemschutztrupps eine Erkundung erfolgen musste und dann die Brandbekämpfung effektiv durchgeführt werden konnte. Die Brandbekämpfung erfolgt jetzt von außen, von unten, wie über Steckleitern und auch über die Drehleiter. Im Einsatz sind rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 20 Fahrzeugen und das DRK zur Absicherung der Einsatzkräfte sowie auch zur Versorgung, da es am heutigen Tag schon recht warm ist. Die Einsatzkräfte müssen dann natürlich ausreichend trinken, da es eine schwierige Arbeit ist, vor allem für die Atemschutzgeräteträger. Zusätzlich ist die Feuerwehr Norden mit der Drehleiter alarmiert worden, um dort eine Brandbekämpfung vorzunehmen von oben. Und der Schlauchwagen der Feuerwehr Norden, da sich die Hydranten mehrere hundert Meter entfernt befinden. Außerdem ist noch ein Gerätewagen Atemschutz zusätzlich alarmiert aus Norden, da hier reichlich Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden müssen. Ja, am Himmelfahrtstag ist es natürlich praktisch, um die Uhrzeit einen Alarm zu haben, da dann recht viele Einsatzkräfte sehr schnell zur Verfügung stehen, da die meisten Einsatzkräfte dann noch zu Hause sind.